Achtung, die folgende Sendung ist für Zuschauer mit schwachen Nerven nicht geeignet. Bei HWK TV wird heute scharf geschossen und damit herzlich willkommen. Was die Römer mit unserer aktuellen Sendung zu tun haben und wie kleine Kunstwerke von Lehrlingen in eine Ausstellung kommen und was Schüler Spannendes in den Ferien in den Werkstätten der Handwerkskammer erleben können, das sind unsere Themen. An etwas Spannendem mitgearbeitet haben Lehrlinge in den HWK-Berufsbildungszentren. So wie einst die Römer in unserer Region ihre Spuren hinterlassen haben, so hinterlassen nun diese Lehrlinge und ihre Ausbildungsmeister Spuren in der Aufarbeitung der römischen Geschichte. Ihr Auftrag? Ein historisches Pfeilgeschütz schussklar rekonstruieren, das nach seiner Fertigstellung im Landesmuseum zum Einsatz kommt. Einige Teile haben wir gefräst. Dann wurden manche Teile von den Zimmermännern und von den Schreinern gemacht. Ja, und das Montieren dafür hat ca. eine Woche gedauert und insgesamt alles zusammen mit einigen Teilen, die wir noch nacharbeiten mussten, insgesamt 4 Wochen. Mit viel Liebe zum Detail entstand unter Handwerkerhänden eine wissenschaftliche Arbeit, die aus Erkenntnissen historischer Funde resultiert und künftig im Landesmuseum ausschnittsweise Besucher über das Leben am Mittelrhein vor rund 2000 Jahren informieren wird. Die Reichweite eines solchen Pfeilgeschosses betrug übrigens 200 Meter. Mit Kreativität und viel Engagement gehen auch diese Jugendlichen ihrer handwerklichen Arbeit nach. Sonnenblumen in Sprenkeltechnik, Porträtmalerei oder Acryl-Pop-Art. Alle bunt und farbenfroh, wie das Leben dieser Jungen und Mädchen selbst, die zurzeit bei der HWK Koblenz auf den Berufseinstieg vorbereitet werden. Wir befinden uns hier im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Koblenz in Rhein-Prohl und hier in der Malerwerkstatt. Und hier werden Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Maler und Lackierer vorgebildet im Rahmen von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen oder ausgebildet im Rahmen einer Berufsausbildung. Die Jugendlichen der Berufsvorbereitung kommen von 2 verschiedenen Auftraggebern, einmal der Agentur für Arbeit in Neuwied und vom Jobcenter in Neuwied. Inzwischen hat die Arbeit sehr zur Freude der jungen Handwerker die Werkstatt verlassen und einen nicht alltäglichen Weg angetreten. Die Ergebnisse, die hier erzielt wurden, haben uns so gut gefallen und fanden wir so schön, dass wir die Idee entwickelt haben, diese Bilder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und zwar im Rahmen einer Bilderausstellung in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit in Neuwied. Für die Jugendlichen, die sich bei der HWK im Rahmen der einjährigen Einstiegsqualifizierung auf den Hauptschulabschluss und die Berufsausbildung zum Maler und Lackierer vorbereiten, ist die Ausstellung eine zusätzliche Motivation und besondere Anerkennung ihrer Arbeit. Von der Schulbank in die Ausbildung. Damit der Start so richtig gut gelingt, bietet die Handwerkskammer Koblenz in Juniortechnikerkursen Schülern in den Ferien die Möglichkeit, die Berufswelt des Handwerks praktisch zu erkunden. Das ist nicht nur interessant und ist auch wichtig fürs Berufsleben, sondern es macht auch Spaß, wie Sie jetzt sehen. Die Schule ist vorbei. Ein neuer Lebensabschnitt liegt vor den Jugendlichen. Viele entscheiden sich für die Lehre in einem Handwerksberuf. Die Handwerkskammer Koblenz hilft, diesen Start optimal zu gestalten. Eine berufsvorbereitende Hilfe sind die Junior-Technikerkurse. Schüler stehen die HWK-Werkstätten in den Ferien offen und sie können sich in verschiedenen Berufen ausprobieren, so als Straßenbauer, Zimmerer, Maler, Friseur und. Elektronik- und Computerfreaks kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Filmemacher, die ihre eigenen Filmclips erstellen können. Für jeden ist also etwas dabei. Das macht Spaß und gibt wertvolle Informationen über das Handwerk und seine beruflichen Möglichkeiten. Einen neuen Online-Service gibt es ab sofort auch in eigener Sache. Schauen Sie doch mal rein im Internet unter hwk-tv.de und lassen sich überraschen. Tja, und das war's auch wieder einmal mit einer Ausgabe von HWK TV. Ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Becker. Alle Schüler, die in den Sommerferien wieder praktisch und kreativ arbeiten und dabei handwerkliche Techniken erlernen wollen, bietet die Handwerkskammer Koblenz in den Sommerferien 2007 3-tägige Workshops Juniortechniker, Juniortechnikerin an. Infos unter 0261 398 115. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Maler und Lackierer ab 16. Oktober 2007 Vollzeit in Koblenz.
Zimmerer ab 13. Oktober Teilzeit in Koblenz. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. CNC-Technik für Tischler ab 16. Juli 5 Tage in Koblenz. Materialbearbeitung mit Laser, ständig laufender Einstieg möglich. 3D-Studio Max Grundkurs ab 13. August, 5 Tage in Koblenz. HBK Weiterbildung, Telefonnummer 0261 398 415. Alle Infos zur Ausbildung, freien Lehrstellen und Co. gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer. Telefon 0261 398 332 oder E-Mail aubierer@hwk-koblenz.de oder im Internet www.hwk-koblenz.de.